Fertig ist er. So sieht er aus in seiner vollen Pracht. Und Motor aus. Sonst muss ich so schreien. Es hat nicht mehr viel gefehlt. Im letzten Video habe ich euch ja schon gezeigt, das Soundmodul, Lichtmodul, alles verbaut. Funktioniert alles hervorragend. Und ich habe ja jetzt hinten die Kiste noch fertig eingebaut. Die Türen haben ihren Platz gefunden. Und ich habe noch ein paar Aufkleber geplottert. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch einmal. Kann man hier mal ein bisschen aus. Dann sieht man es besser und es blendet nicht so in der Kamera. Also die Türen sind drauf. Und ein bisschen Aufkleber haben noch ihren Platz gefunden. Auch hinten natürlich. Und die Pritsche ist nun fest verbaut und in der Mitte ist ein Akkufach mit dazugekommen. Genau. So sieht er nun aus. Er ist also jetzt vollends fertig. Wir können nochmal kurz zusammenfassen. In der Folge 1 haben wir ihn ja zerlegt. Zerlegen super einfach. Bin ich absolut happy. Ging wesentlich einfacher auch als beim Sprinter. Und in der Folge 2 habe ich ja die Hardtech-Achsen mit verbaut. Und auch das, wie zu erwarten, lief hervorragend. Und an diesem Punkt wäre er ja eigentlich ja soweit schon fertig und fahrfertig auch gewesen. Da muss ich also jetzt jedem sagen, auch wenn noch nicht so viel Modellbauerfahrung da ist, es ist kein Hexenwerk. Es ist echt gut machbar. Klar, ich muss mich ein bisschen auskennen mit der Verkabelung von den Fahrregler, aber es kommt nur ein Fahrregler rein und es kommt soweit nur ein Servo rein. Das kann man noch machen. Die Modellbauregler werde ich auch öfters gefragt, die gibt es auch schon mit Kabel. Da braucht ihr das wirklich bloß noch anstecken. Ist alles sehr, sehr gut machbar und ich muss sagen, es ist ein Top-Modell. Ja? In der Farbe gefällt er mir natürlich jetzt noch besser als in Rot, aber auch in Rot. Es ist ein einfaches und schnelles Modell. Wenn ich jetzt so, ihr habt ja die Videos gesehen, wenn man das so zusammenfasst, es ist wirklich schnell und einfach auch umzubauen. Ist also jetzt kein Jahresprojekt oder sowas. Und ich finde, er macht so viel her. Ja? Er macht richtig viel her. Und er hat ja hinten normal eine Anhängerkupplung. Das heißt, ihr könnt auch damit ganz normal schon was bewegen auf der Baustelle. Wenn ihr den gleich in Anthrazit nimmt, habt ihr ja hinten diesen Anhänger mit dabei. Könnt ihr auch gleich ein paar Steine draufladen oder ähnliches. Baumaterial, Schaufeln zum Bagger bringen, etc. Ja? Ist also super. Genau. Also verbaut sind die Hardtech-Achsen. Ich verlinke nochmal unten alles, was ich an Links habe. Genau. Von den Motoren her, ich habe ja die 80 Umdrehungen bei 6 Volt. Ich fahre mit einem 3S-Akku, habe also knappe 12 Volt, 11,1. Genauer gesagt, das heißt, ich habe ungefähr dann 160 Umdrehungen, was meine Räder machen. Ich würde euch aber empfehlen, einen Ticken schneller. Nehmt 100er, wenn ihr auch mit 3S fahrt. Ansonsten müsst ihr das halt runterrechnen. Ihr solltet am Schluss irgendwo bei 200 Umdrehungen sein. Dann läuft er auch perfekt. Wie gesagt, bei mir, er ist ein Ticken langsam. Könnte das Thema noch schneller sein, aber ich werde es jetzt erstmal so belassen. Ja, bin soweit, wie gesagt, absolut zufrieden. Er ist modular jetzt bei mir aufgebaut, das heißt, ich habe einmal hinten die Pritsche, die ich abnehmen kann. Ich kann übrigens den Akku so rausnehmen. Das heißt, hier haben wir die Fernbedienung umeinander. Das heißt, ich habe hier hinten eine Klappe drin und kann dann hier einfach meinen Akku ein- und ausbauen. Und unter dieser Klappe liegen auch meine ganzen Verkabelungen schon für den Anhänger. Und Sattelplatte ist bestellt. Sobald die kommt, kann ich hier anfangen, die Sattelplatte mit einem Auflieger zu bauen. Ob das jetzt ein Kipper wird oder ein Auflieger für zum Transport, ich weiß es noch nicht. Ich lasse es jetzt mal offen, erstmal müssen die Teile kommen. Genau. LEDs habe ich verbaut, was waren es, 36 Stück, 38 Stück, irgendwie sowas in dem Dreh. Von SMDs. Ansonsten hier oben ganz klar die Frage, also hier sind normale 3 mm LEDs verbaut, keine SMDs, ging also gut. Auch sonst sind diese 3 mm LEDs verbaut, alles kein Problem. Ja. Gibt es ansonsten was zu sagen? Eigentlich nicht. Beklebt ist er, Türen sind drin, Heckklappe ist drin, Akkufach ist eingebaut, die ganze Verkabelung liegt schon hinten.
Soweit, wie gesagt, ist er jetzt fertig. Und jetzt kommt dann, wie gesagt, erstmal noch der Anhänger dazu. Und wenn ich die Teile habe, da halte ich euch aber auf dem Laufenden. Genau. Bis dahin habe ich jetzt erstmal viel Spaß an dem Modell. Werde noch mal ein paar Runden drehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich.